Shri Radha Krishna, Gopa Gopina, Shyam Kunda Radha Krishna, Vrindavan Vijaya, 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 Vrindavan So we continue with the Council of Kedari, the Hari Sabha Prabhu. Shri Prabhupada is still in Vrindavan. Now it's December 9th, 1975. There are problems with the draining from our guest house. The septic tanks are inadequate and there is no room to build longer ones. Neither is a local municipality providing sewage lines to this area. Overflow is polluting the back alley, and there have been complaints from local residents. Prabhupada has had many discussions with Surab, Gudavarna, and other managers aimed at finding a solution. This morning, instead of his regular walk, he went down the side alley along the Vrindavan Parikram path. He came out into an open space of about 2 acres, said to be the actual Ramandriti area where Krishna Balaram played with their cowherd friends. Walking across the soft sands, he looked around at the burned land. A few of Vrindavan's many peacocks stuttered here and there, and a group of green parrots, like a gang of noisy adolescents, squawked and squabbled overhead. A cow called Laundry. No, a cow called loudly from the top of a high tree, and varieties of birds flitted among the surrounding foliage. Prabhupada is thinking of purchasing the land to use as draining. For the guest house. He also suggested we turn it into a park. As he walked around, he said we should colonize the area.
similar to our Los Angeles community. He didn't stay very long, and after a short walk on the road, he returned to the temple. It's amazing how power got involved in all these details. Sogar den Abschluss. Power, sich gekümmert um den Abschluss vom Tempel. Oder besser gesagt vom Gasthaus, heißt es am Anfang. Und dann heißt es hier auch noch, dass da gar keine offizielle, gar kein offizieller Abschluss war, das es ja gar nicht gab. Das war eine Zeit, wo um den Tempel in der Mandaren, das war ziemlich offen alles, ein paar Häuser da. Und gegenüber war auch eine Schule von einem Gottbruder von Bon Maharaj. Aber ziemlich offen alles noch. Ich weiß jetzt heute noch, ist ich war schon lange nicht mehr da und da bin, aber früher geht man raus spazieren und dann plötzlich sah man so fliegende Hunde am Baum hängen, so riesen Tiere. Ne? Habt ihr die auch schon gesehen? Ja? Ha? Fledermäuse. Ja, aber große. Flughunde. Ja, Flughunde heißen. Ich fliege immer so Flughunde. Ja, war voll von Lehm da. Ne? Heute, das letzte Mal, als ich immer darin war, da waren um den Tempel herum alles Hotels und mehrstöckige Wohnhäuser und alles. Ne? Ja, und die Straße, die nach Mandarin geht, ist vierspurig. Ne? Jetzt war immer nur eine. Ne? Da muss man mal, ne? In Indien haben sie die Angewohnheit, wenn die da Auto fahren, so eine, dann ist aber der Mutigste, der bleibt einfach auf der Bahn und der andere muss abweichen. So, anyway, so Prabhupada hat immer gedacht, wie man das Krishna-Bewusstsein noch besser etablieren kann überall. Besonders in Vrindavan. Vrindavan ist der wichtigste Platz für uns. Da hat Krishna seine transzendentalen Kindheitsspiele manifestiert. Nicht nur die Kindheitsspiele, sondern auch seine, wie sagt man das, Jugendspiele. Wie sagt man das in Deutsch? Paul immer unterschieden zwischen Kindheit, Jugend und Alter. Das ist ein Wunder, wo das von der Bar geht. Kindheit, Jugend und Alter. Ne? Und deshalb ist es nicht erstaunlich. Manchmal hat Paul die älteren Gottgeweihten, die schon ein bisschen älter waren, so, ne? 30 oder so, hat er Boys genannt. Ne? You boys. Ne? Class this morning was longer than usual. Prabhupada contrasted the genuine renunciation of Srila Rupa Goswami, the founder of present-day Vrindavan village, with that of some of his modern imitators. Such imposter renunciates simply come to beg chapatis just to sell them on the market in order to buy biddies, a cheap variety of cigarettes. Prabhupada explained that following the rules and regulations of devotional service, Vidhi Bhakti is essential. First there's Vidhi Bhakti, then Raga Bhakti, spontaneous service, and at last Prema Bhakti, pure love of Godhead. In the beginning stage, we have not awakened our natural love for Krishna. And therefore, we should be careful not to act whimsically. He reminded us that by birth, we may be at a disadvantage, but not disqualified. Das erinnert mich an eine andere Sache. Prabhupada spricht hier in Vidhi Bhakti. Ne? Nur, dass man dem ordnungsgemäßen Vorgang folgt, des ehrungsvollen Dienstes. Dass man nicht springt, wie sagt man? Jumped, ne? Dass man nicht springt. Oder dass er auf sich eine Ebene befindet, die er gar nicht, auf der man sich noch gar nicht befindet. Ja. Ich kann mich erinnern, da ganz am Anfang, da war ein Ashram in der Nähe des Tempels. Und da sangen die immer Bhaja Sri Krishna Chaitanya Vamunityananda Shivaita Dada Shivasa. Und als Prabhupada in die westliche Welt kam, sang Prabhupada auch immer Bhaja Sri Krishna Chaitanya. Ich habe das mal gehört. Ne? Bhaja Sri, immer Bhaja. Ja. Und der Lehrmann hat Prabhupada das geändert. Hat er gesagt, nicht mehr Bhaja, ne? Weil er hörte das immer von den Ashram in der Nähe. Ne?
Und ne, dieses Ashram, das hat anscheinend Prabhupada nicht sehr beeindruckt. Ne? Dann hat Prabhupada uns gesagt, so nicht mehr Bhajan, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr Jaya Sri Krishna Chaitanya. Ja, also Jaya, Jaya. Das, was wir heutzutage sehen. Das ist nicht notwendig, ne? Das Mantra ist im Grunde ohne Jaya und Vajra. Ne? Aber Prabhupada uns erinnert, wenn wir wollen, können wir Vajra Sri Krishna Chaitanya. Jaya Sri Krishna Chaitanya. Ein bisschen mehr. He explained that progress depends on proper guidance. Then he described the vital role that he was playing as a representative of the six Goswamis. So the beginning, neophyte stage, not that because we have come to Vrindavan immediately, we have become advanced. No, vidibhakti must be followed. Regulated principles by the injunction of the Shastra and the order of the spiritual master. One who is inquisitive to understand Brahman, he should be given chance. Just like there is a little fire, fan it, fanning, 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 that becomes a big fire. So our process is that we pick up anyone. Chaitanya Mahaprabhu has given open declaration. Krishna bachate nahi jati kula di. Anyone who is desirous of becoming Krishna conscious, it is open. Anyone can come. Prabhupada went on to say that although a devotee is naturally enthusiastic to offer this process of purification to everyone, we should not be disappointed if only a few take it up. Nor should we be complacent. Now that we have achieved what many consider to be the goal of Krishna consciousness itself, residence in the holy Dham. Chaitanya Mahaprabhu never sat down tightly in Vrindavan. He traveled all over India and took so much trouble. So preaching is very important, and you should engage. That will help you. Every one of you should be pure in your activities and try to preach Krishna consciousness as far as possible. If you remain pure, then your preaching will be successful and you will get encouragement. That is the instruction of all Vaishnavas. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Power of another classic, thank you very much. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und Prabhupada hat dann noch einen wichtigen Punkt hier gemacht. Das ist im Grunde nur von der ganzen Bemühung, die die Gottgeweihten machen, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Es ist im Grunde nicht, kein großes Resultat. Es sind immer einzelne Leute, die zu den Devotees werden. Das machen in einigen Ländern anders sein, wo die Menschen mehr, wie sagt man, mehr sozial sind. Aber normalerweise sind es immer einige wenige, die Devotees werden. Und das hat Krishna auch in der Bhagavad Gita. Ja, unter vielen tausenden von Menschen mag es allen geben, dass die Devotees werden. Ja, so, wir sollten uns nicht entmutigen lassen, nur weil nicht so viele kommen, wie wir denken. Ja, wenn wir zum Beispiel Bücher verteilen machen oder rausgehen, laden die Leute ein, da kommen so wenige von denen, kommen tatsächlich. Ja, oder? Ja, du sprichst mit vielen Leuten, ne? Wenn du rausgehst und Bücher verteilen. Ja, und du gibst dir noch Einladungskarten, oder? Ja, Einladungskarten. Und die kommen sehr wenige. So, ne, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, als Prabhupada in New York war, da hatten Prabhupada, hatten die Devotees auch, das war ganz am Anfang, hat ein Programm organisiert. Prabhupada hat einen Platz gemietet, ein Programmzimmer. Und da kam niemand. Und die Devotees waren sehr entmutigt. Oh, was ist das? Und Prabhupada, ne, sagte in dem Moment, sagte, das ist nicht richtig. Ja, dann singen wir zu den Wänden. Wie sagt man das? Ne? Ja. Genauso am Anfang, als Prabhupada nach Amerika kam, da heißt es, ein ganzes Jahr hat Prabhupada einfach, da war keiner, der geboren wurde. Ja. Selbst am Anfang, als Prabhupada
in dem Ashram von Dr. Mishra lebte, ne? da waren auch die Schüler von Dr. Mishra, ne? Aber die wurden nicht zu den Buddhis. Ja, und dann haben wir ganz alleine angefangen. Ja, er hat einen ganz winzigen kleinen Tempel gehabt. Da kann man heute noch hinfahren, kann man heute noch sehen, den Tempel. Ja, ja. Ja, da heißt es Matchless Gift, in Deutsch. Unvergleichlich. Unvergleichliche Geschenk. Ja, das war der Name von dem Laden, von dem Geschenk. Das war so ein unglaublich wahrer, wie sagt man, Name, ne? Wenn man Prabhupada eines Tages einziehen würde und unvergleichliche Geschenke verteilen würde. Srila Prabhupada Ki Jai. Irgendwelche Fragen dazu? So, und jetzt lesen wir aus der Srila Prabhupada. So, wir lesen, welches Kapitel ist es? 19. Kapitel 19, eine Beschreibung der Insel Jambudvipa. Okay. So, wir lesen den 20. Vers, der ist sehr langzeilig. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yo Sau Bhagavati Sarva Bhutatmani. Paramatmani Vasudevananya. Paramatmani Vasudevananya. Nimitta Bhakti Yoga Lakshano Nanagate. Nimitta Bhakti Yoga Lakshano Nanagate. Nimitta Vidya Granti Randana. Nimitta Vidya Granti Randana. Dvarena Yarihi Maha Purusha Purusha. Pasanga. Ja, bitte. Yoso Bhagavati Sarvabhutamani. Anatnye Nirukte Nilayane Paramatmani. Anatnye Nirukte Paramatmani. Vasudeva Prasanga.
links, die Dame. Yoso Bhagavati Sarvabhutam Mani. Yoso Bhagavati Sarvabhutam Mani. Nirukte Nirukte Nilayane Paramatmani. Anamye Nirukte Nilayane Paramatmani. Vasudeva Nilaya Nimitra Bhakti Yoga Lakshano. Vasudeva Nilaya Nimitra Bhakti Yoga Lakshano. Ja. Ja, irgendjemand, der, Asau, jener Bhagavati, Bhagavati, der höchsten persönlichen Persönlichkeit Gottes, Sarvabhuta Atmani, die Überseele aller Lebewesen, Anatmye, keine Anhaftung habend, Anirukte, der jenseits des Geistes und der Sprache ist. Anilayane, von nichts anderem abhängig. Parama Atmani, der höchsten Seele. Vasudeve, Sri Vasudeva, dem Sohn Vasudevas. Ananya, ohne irgendeine andere. Nimitta, Ursache. Bhakti Yoga Akshana, die Merkmale reinhängens von Dienstes besitzend. Anagati, der verschiedenen Bestimmungen. Nimitta, die Ursache. Avidya Granthi, die Fesseln des, die Fesseln der Unwissenheit. Grandhana, des Schneidens. Dvarena, durch Mittel. Yada, wenn. Hi, in der Tat. Mahapurusha, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Purusha, mit dem Geweihten. Asanga, eine enge Beziehung. Übersetzung. Wenn die Ergebnisse frommer Handlung nach vielen, vielen Geburten zur Reife kommen, erhält man die Möglichkeit, mit rein gottgeweiht Gemeinschaft zu haben. Dann wird man fähig, den durch die verschiedenen fruchtbaren Tätigkeiten verursachten Knoten, durch den man an die Unwissenheit gefesselt worden ist, zu zerschneiden.
Die Gemeinschaft mit Gott geweiht führt dazu, dass man allmählich beginnt, dem Herrn Sri Vasudeva zu dienen, der transzendental, frei von jeglicher Anhaftung an die materielle Welt und von nichts abhängig ist und der sich jenseits des Verstandes und der Worte befindet. Dieser Bhakti-Yoga, der himmelsvolle Dienst zu Sri Vasudeva, ist der wirkliche Pfad der Befreiung. Erläuterung von Srila Prabhupada. Die Verwirklichung des Brahmans ist der Anfang der Befreiung. Und durch die Verwirklichung des Paramatma kann man auf dem Weg zum Reich der Befreiung weitere Fortschritte erzielen. Wirkliche Befreiung jedoch erreicht man nur, wenn man seine Stellung als ewiger Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes versteht. Mukti ditanyata rupam svarupena nirastitehe. Da sich jeder in der materiellen Welt in der körperlichen Auffassung des Lebens befindet, arbeitet jeder auf ein falsches Ziel hin. Wenn man jedoch Brahma, Buddha, spirituell verwirklicht wird, bekommt man die Sicht, dass man nicht der Körper ist und dass Handlungen, die in der körperlichen Auffassung des Lebens ausgeführt werden, nutzlos und fehlgeleitet sind. Dann kann der himmelsvolle Dienst beginnen. Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita 18,54 Brahma Bhuta Prasannatma Nasochadinakam Shati Samasarveshu Bhuteshu Madhvaktim Lavate Param. Wer so in der Transzendenz verankert ist, erkennt das höchste Brahman und erreicht höchste Glückseligkeit. Er klagt niemals und begehrt auch nie irgendetwas. Er ist jedem Lebewesen gleichgesinnt. In diesem Zustand erreicht er rein hingebungsvollen Dienst für mich. Hingebungsvoller Dienst ist eigentlich Befreiung. Wenn man sich zur Schönheit der höchsten Persönlichkeit Gottes hingezogen fühlt und wenn man seinen Geist ständig bei den Lotusfüßen des Herrn beschäftigt, interessiert man sich nicht mehr für Dinge, die der Selbstverwirklichung nicht förderlich sind. Anders ausgedrückt, man verliert allen Geschmack an materiellen Tätigkeiten. In der Taittiriya Upanishad 2,7 heißt es: Esha hi vannan yati yada hi evaisha etasminna drishyena mye anirukte nilayane Vayam patishtam vindate hiha. Vayam patishtam vindate taso. Vayam gato bhavati. Wenn ein Lebewesen vollkommen versteht, dass sein Glück in der spirituellen Selbstverwirklichung der Grundlage von Ananda, Glückseligkeit, abhängig ist, und wenn es ewiglich im Dienst zum Herrn, der keinen anderen Herrn über sich hat, beschäftigt ist, dann weicht es niemals mehr vom spirituellen, glückseligen Leben ab. Wenn die Ergebnisse voller Handlungen nach vielen, vielen Geburten zur Reife kommen, erhält man die Möglichkeit, mit rein Gottgeweiht Gemeinschaft zu haben. Dann wird man fähig, den durch die verschiedenen fruchtbringenden Tätigkeiten verursachten Knoten, durch den man an die Unwissenheit gefesselt worden ist, zu zerschneiden. Die Gemeinschaft mit Gottgeweiht führt dazu, dass man allmählich beginnt, dem Herrn Sri Vasudeva zu dienen, der transzendental, frei von jeglicher Anhaftung an die materielle Welt und von nichts abhängig ist, der sich jenseits des Verstandes und der Worte befindet. Dieser Bhakti-Yoga, der hingebungsvolle Dienst zum Sri Vasudeva, ist der wirkliche Pfad der Befreiung. So, hier hören wir weiter. Wer spricht hier eigentlich? Na, könnt ihr euch noch daran erinnern?
Ja, jedenfalls ist es sehr wahr, was hier steht. Ne? Wir sollten das sehr, ne? Man sollte das sehr, sehr ernst nehmen, was hier, ne? Diese Texte, die Srimad Bhagavatam. Weil ich sage, am Ende des Verses heißt es, ne, dass Krishna jenseits der Begrenzung bedingter Seelen sich befindet. Ja, das heißt, alles, was er tut, alles, was er sagt, alles, was er denkt und so weiter, ist absolut. Aber die Möglichkeit, diese Dinge zu hören, wie es hier heißt, dann öffnet sich der Weg zur Befreiung. Wenn man ganz simpel beginnt, wir haben ja gerade mal gehört, Vidhi Bhakti. Ne? Vidhi Bhakti ist der Beginn. Vidhi Bhakti bedeutet, man die ganzen Vidhi, das ganze Prinzip befolgt, ne? die ganzen Unterweisungen einhält, ne? Die uns gegeben werden von den Acharyas, zum Beispiel von Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Die uns in wunderbarer Weise nur dieses Wissen über den hingebungsvollen Dienst in sehr detaillierter Form offenbart haben. Zum Beispiel, wir lesen ja jeden Tag jetzt aus dem Bhakti-Rasamrita Sindhu, nicht nur jetzt, sondern wir haben es schon seit einiger Zeit hier, dass wir das lesen. Und jeden Tag lesen wir, ja, manchmal sind die Leute ein bisschen länger, aber normalerweise lesen wir jeden Tag eine der Qualitäten. Oder eines der Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes. Und diese Prinzipien sind sehr, sehr wichtig. Das müssen wir lernen. Genau wie wenn wir zum Beispiel zur Schule gehen und bekommen unsere Grundausbildung da, ne, was Grammatik betrifft und Mathematik und all diese Dinge. Und diese Sachen, die begleiten euch das ganze Leben. Das heißt, wir können immer sofort, ne, wenn wir Preise sehen oder so und so weiter, können wir sofort kalkulieren. Ne, oder wir wollen herausfinden, was ist die Mehrwertsteuer, die können wir vielleicht sogar vermeiden, wenn wir Geschäftsleute sind. Ne, oder wenn wir im Ausland leben, dann können wir die Mehrwertsteuer zurückbekommen. Also diese Grundbegriffe, ne, lernen wir. Ne. Und aufgrund, ne, und dann, wenn wir hören, nur aus dem Nektar der Hingabe, ne, über die verschiedenen Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes, ne, sollten wir sehr gut zuhören. Ne, weil diese Dinge sollten uns begleiten durch das ganze Leben. Das ganze spirituelle Leben. Ne, und Prabhupada sagt hier, ne, wenn man fromm gehandelt hat, ne, dann kommt man irgendwann die Möglichkeit, ne, irgendwo geboren zu werden, wo es sehr glückverheißend ist, ne, alles sehr glückverheißend ist, spirituelles Leben. Bharata Varsha, ne, wird glorifiziert hier im Srimad Bhagavatam als ein Platz, ne, der ganz besonders ist. Ne, zum Beispiel heißt es auch im Chaitanya Charitamrita, ne, heißt es, dass wenn man in diesem Platz geboren wird, ne, speziell in Indien geboren wird, ne, sollte man sein eigenes Leben zur Vollkommenheit bringen, wie sagt man das? Ja, bringen, ne, und dann sollte man auch anderen helfen, das Gleiche zu tun. Man sollte nicht verbleiben mit dieser Barmherzigkeit, die man bekommen hat, ne, und selbstes Leben führen, sondern man sollte früher oder später, sollte man einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung des Krishna-Wissens geben. Das ist, was wir Acharyas erwartet haben, dass wir nicht nur einfach nur erfahren werden in befolgenden Prinzipien und so weiter, nur, sondern dass wir auch dieses Wissen verbreiten. Dass wir die Möglichkeit nutzen. Und das wird beschrieben in der Bhagavad Gita als ganz wunderbar. Krishna sagt, jemand, der zu meinen geweihten Predigt, der wird mir sehr lieb. Und er sagt, da gibt es keinen, der ihm lieber ist als derjenige, der nur predigt, der das Krishna-Bewusstsein verbreitet, indem er in den Fußstapfen der Acharyas folgt. Unser Founder Acharya ist wieder Prabhupada darauf gepocht, ne, dass die Bücher verteilt, dass das die wichtigste Predigt ist. Oder er hat gesagt, ne, dass die Bücher die Basis bilden des Krishna-Musters, der Bewegung von Krishna-Musters. Ne, früher hörten die Menschen und nahmen das zu Herzen und vergaßen es auch nie wieder. Ne, aber heute ist es nicht das Gleiche. Wir haben ein sehr, sehr lückenhaftes, wie sagt man das? Ja, lückenhaftes Erinnerungsvermögen.
Wir müssen immer wiederhören. So, und dann sagt Prabhupada hier in Erläuterung, dass man langsam Fortschritt macht. Vadanti tattva vida tattva jnana vayam prameti paramamiti bhagavati shodhati. Das heißt, die Fortschritte im spirituellen Leben besteht aus drei Stufen. Dass man das Brahman verwirklicht, dass man die Paramatma verwirklicht, Krishna im Herzen verwirklicht. Und dass man die höchste Person, dass sie die höchste Persönlichkeit Gottes verwirklicht. Und angezogen wird. Prabhupada erwähnt ja nur von der Schönheit Krishnas angezogen wird. Von seinen Worten beeindruckt ist, was der Bhagavad Gita. Und von seiner Aktivität, man hört von seiner Aktivität, dass er einen ganzen Hügel hochgehoben hat. Ne? Nicht nur einen kleinen Stein oder so, einen ganzen Hügel hochgehoben. Und diejenigen, die schon mal von uns in Govardhan waren, die beeindruckt, ne? Wie groß der Hügel ist. Und da war noch viel höher. Ne? Das heißt, die Shastras sagen, dass der Govardhan-Hügel nur mehr versinkt. Wie sagt man das? Ja, mehr versinkt. Ja, so vor 5000 Jahren war der Govardhan-Hügel noch höher, als Krishna hochgehoben hat. Ja, ne? So diese ganzen Aktivitäten sind so nicht nur beeindruckend, sondern so anziehend, so inspirierend. Ne? Dass Krishna diese ganzen, das alles ohne große Bemühungen angestellt hat. Ne? Ja, da heißt es sogar, dass als Krishna den Govardhan-Hügel hochhob, hielt er mit dem kleinen Finger der linken Hand. Ne? Normalerweise ne, sind wir stark mit der rechten Hand, ne, was wir sprechen mit dem kleinen Finger. Und dann noch auf der linken Hand. Ja. Und die Einwohner von den Bedarfen konnten das gar nicht glauben. Die waren nur nicht nur das, ne, sondern nur weil sie eine freundschaftliche Beziehung zu Krishna hatten, oder die Gopas, ne, versuchten ihm zu helfen, weil sie dachten, das schafft er nicht alleine. Dann haben sie alle ihre, Hirtenstäbe hochgehalten, um Krishna zu helfen. So, dann zum Schluss heißt es hier, achso, da ist noch ein Vers hier von Prabhupada zitiert, Brahma Bhuta Prasanat Mala Sota Gina Kamishati Samasa Vesha Bhutesha Matpaktin Navati Paradis. Und er beginnt damit, dass er, nur der Vers sagt, wer so in der Transzendenz verankert ist, erkennt das höchste Brahman und erreicht höchste Glückseligkeit. Er klagt niemals und begehrt auch nie irgendetwas. Er ist jedem Lebewesen gleichgesinnt. In diesem Zustand erreicht er rein hin von Dienst für mich. Ne? Da heißt es hier, das höchste Brahman, wie wir schon erklärt haben, das Brahman besteht aus, verwirklicht man in drei Aspekten. Nur wenn wir vom höchsten Brahman sprechen, dann sprechen wir von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und der Vers beginnt, ne, Krishna sagt hier, wer so in der Transzendenz verankert ist. Ne, das heißt, dieser Vers bezieht sich auf den vorherigen Vers. Das wollte ich mal lesen, den Vers. Ich werde nur etwas anderes Übersetzung lesen. Wer durch seine Intelligenz geläutert ist und den Geist mit Entschlossenheit beherrscht, die Objekte der Sinnbefriedigung aufgibt und von Anhaftung und Hass befreit ist, wer an einem abgelegenen Ort lebt, willig ist und seinen Körper, seinen Geist und den Drang zu sprechen beherrscht, wer sich immer in Trance befindet und losgelöst ist, frei vom falschen Ego, falscher Stärke, falschem Stolz, Lust, Zorn und dem Annehmen materieller Dinge, wer keinen falschen Besitzanspruch erhebt und friedvoll ist, ein solcher Mensch wird gemäß mit gewiss zur Stufe der Selbstverwirklichung erhoben. Und der Vers, den Prabhupada hier zitiert ist, wer auf diese Weise in der Transzendenz verankert ist, erkennt zugleich das höchste Brahman und wird von Freude erfüllt. Er klagt niemals, noch begehrt er irgendetwas. Er ist jedem Lebewesen gleichgesinnt. In diesem Zustand erreicht er reinen, singungsvollen Dienst für mich. Das heißt, wenn man Forscher macht im spirituellen Leben, entwickelt man spezielle Qualitäten. Und an diesen Qualitäten kann man sehen, ob jemand wirklich fortgeschritten ist. Zum Beispiel heißt es hier, dass, hier wird es erwähnt,
dass diese Qualität, dadurch die Intelligenz geläutert ist, den Geist und Entschlossenheit beherrscht und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, das ist nicht, man bleibt keine gewöhnliche Person, sondern man manifestiert sich ganz besondere Qualitäten. Und das ist im Grunde der Beweis. Und dafür, da gibt es diese drei Aspekte der Wissenschaft. Erstmal die Behauptung, dann der Vorgang und das Ergebnis. Und der Beweis, wie sagt man? Der Beweis. Und der Beweis, dass jemand Fortschritte ist, dass er bestimmte Qualitäten manifestiert. Ich habe schon oft den Vers von Kapila Muni zitiert. Titikshava Kalunika Sulida Sadam Ajata Shantava Shanti Sadhava Sadhubhushan. Indem die Qualitäten eines Sadhus, einer heiligen Person, wirklich heiligen Person beschrieben wird. Titikshava, das ist ja tolerantisch. Nicht so leicht aus der Fassung, wie sagt man, aus der Fassung kommt. Ja, ganz leicht was passiert. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, das hat Prabhupada uns immer wieder gegeben. Manchmal waren die Umstände sehr, sehr widersprüchlich, wie sagt man das? Sehr schwierig. Und Prabhupada behielt immer seine, wie sagt man, seine Ausgleichheit. Ausgeglichen. Immer seine Ausgeglichenheit. Ja, da gibt es zum Beispiel in Lilamrita, nur von Satzwa Lumbash, da wird beschrieben, dass Prabhupada in Afrika war. Ne, und dann war, da war ein Autounfall. Ne? Die haben einen Autounfall gebaut. Ja. Ne, und Prabhupada wurde auch am Knie, wurde verletzt. Ne? Und die Gottgemeinde war sehr aufgeregt. Ne? Prabhupada, trotz dieser Verletzung und so, ne, war Prabhupada völlig ausgeglichen. Ne, sprach nicht viel, ne? Tolerierte einfach die Umstände. Ja, ja, das ist ein Beispiel. Der Ding ist Karunika. Karunika bedeutet, dass jemand barmherzig ist. Das haben wir gehört, dass Mutter Devaki über Neid gesprochen hat. interessanter Vorstellung, wie sagt man, Beitrag. Ne? Interessanter Beitrag. Ne, dass wir alle geprägt sind, oder die bewegten Seelen sehr geprägt werden durch Neid. Dass sie nämlich, wenn sie mit Menschen zusammenkommen, die besser sind wie sie selbst, ne, dass man automatisch Fehler sucht. War kann auch nicht so groß. Ah, hast du gehört, der Fehler? Wie ist das möglich, dass diese Person so wichtig ist oder so verehrt wird oder was immer? Ja? Dann, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die sich auf der gleichen Ebene befinden, ne, dass wir auch Fehler suchen und wie sagt man, Konkurrenz? Dass wir konkurrieren, um ihnen zu zeigen, dass wir besser sind. Oder im 16. Kapitel der Bhagavad Gita, wo die dämonischen, die heiligen und die dämonischen Qualitäten erwähnt werden. Ja, da spricht ein Dämon. Ja, Krishna gibt das Beispiel, dass der Dämon denkt, ja, den Konkurrent, wie sagt man, Konkurrent, habe ich schon umgebracht und den nächsten werde ich auch noch umbringen. Ja. Ja, und wenn man zusammenkommt, wenn man Kontakt hat mit Menschen, die nicht so nicht so großartig qualifiziert sind oder nicht so viel wissen oder und so weiter, dass wir darüber wachen, dass sie auf keinen Fall hochkommen, dass sie keinen Fortschritt machen. Während im spirituellen Leben ist es anders. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Menschen, die fortgeschritten sind wie wir selbst, sind wir sehr respektvoll. Ja, und wir erweisen ihnen auch Dienste. Wir suchen nur nicht, ja, diesen Personen zu dienen. Ihnen zu helfen. Und wir ergeben uns, das heißt, wir öffnen unser, wir stellen vertrauliche Fragen und so weiter, ne, um Fortschritte zu machen, unterwiesen zu werden. Wenn wir Gemeinschaft haben mit, sagen wir mal, unseren Gottbrüdern, dass wir gemeinsam Pläne machen, um großartige Dinge zu machen, das kann man nur in der Gruppe oder in der Gemeinschaft machen. Ne? Es gibt viele Dinge, die wir nur gemeinsam machen können. Ne? Und wir helfen. Ne? Wir helfen. Wir geben diesen Menschen die Möglichkeit, auch Fortschritt zu machen. Ne? Oder auch auf eine höhere Ebene zu gelangen. Ne? Da gibt es eine sehr schöne Aussage von Srila Prabhupada. Ne? In Bezug auf Dhruva Maharaj.
Ja, kennt alle die Geschichte von Dhruva Maharaj. Ja, und als Dhruva Maharaj im Begriff war, zurückzukehren in die spirituelle Welt, die Vishnu-Yudhas waren gekommen, um ihn zurückzubringen in die spirituelle Welt. Da hielt er inne und sagt, und was mit meiner Mutter? Ja, weshalb war er so bemüht um seine Mutter? Weil die Mutter hatte ihm die erste Anweisung gegeben, Gott zu finden, sich an Gott zu wenden. Weil er hatte das Problem gehabt, dass er sein Königreich, das Recht auf sein König, sein Erbe, ne, anscheinend im Begriff war zu verlieren. Ja. Und er war in den Wald gegangen und seine Mutter hatte ihm den Rat gegeben, ne, da kannst du nichts gegen machen, dass sie dir das Königreich vorenthalten. Dein Vater ist der mächtigste Mann der Welt, da kannst du gar nichts gegen machen. Ja, und deshalb, der Einzige, der dir helfen kann, ist Gott. Und sofort ging du raus in der Suche nach Gott. Wollte so Gott finden, um ihn in diesen Gefangen zu bitten, ihm ein Königreich zu geben. Und da heißt es sogar, dass er nicht mal damit zufrieden war, immer nur ein gewöhnliches Königreich zu haben, sondern er wollte ein Königreich haben, wie es Brahma hatte, ein ganzes Universum schon. Und dann, als er dann letztlich im Begriff war, zurück in die spirituelle Welt zu gehen, war sehr bemüht um seine Mutter. Seine Mutter hat ihm den Rat gegeben. Und dann zeigten ihm die Vishnu Dudas, vergewisserten ihn, ja, die ist auch im Begriff zurückzugehen, zu Krishna. So, das ist ein wichtiger Punkt, dass nämlich alle diejenigen, die uns auch geholfen haben im spirituellen Leben, dass sie auch die Gebührende, wie sagt man, Gebühren, dass wir in diesen Personen die Gebührende Achtung, wie sagt man, Achtung erweisen. Ja. Im Grunde können wir nicht Fortschritt machen im Krishna-Bewusstsein alleine. Sind wir abhängig von der Gemeinschaft der Sadhus, der Gottgeweihten. Ja. Der Gottgeweihten, der barmherzigen Gottgeweihten, ja, die uns die Möglichkeit geben, auch Fortschritt zu machen, auch zu einem Gottgeweihten zu machen. So, Tidikshava Kadunika, Sulila Sarvadehina. Da heißt es, dass man alle anderen Lebewesen als Brüder sieht, oder als, wie sagt man, Kinder des gleichen Vaters. Nicht nur die Menschen, nicht nur unsere eigene Familie, nicht nur unseren eigenen Umkreis, sozialen Umkreis und so weiter, oder Nationalität, sondern dass alle Lebewesen. Bhagavan hat immer wieder erklärt, dass die Bürger in einem Land, nicht nur die Menschen sind, sondern auch alle anderen Lebewesen. Und dass der Führer des Landes, der König zum Beispiel, dass er eine Verantwortung hat gegenüber allen Lebewesen, nicht nur den Menschen gegenüber. Ne? Ja, so. Tadiksa Akademie Sulidas Ajanta Shatrava Shantin, dass er nämlich keine Feinde anerkennt als solche. Dass er, wenn er in eine Situation kommt von der Umgebung von Feinden oder wird man kritisiert und so weiter, dann sieht er das als sein Schicksal, das heißt dann das Resultat seines Karmas, seiner Aktivität, seiner vorherigen, wie sagt man das, vorherigen Aktivitäten. Ja. Alles, was uns widerfährt, ist im Grunde zurückzuführen auf unsere eigene Schuld, ist unser eigenes Karma. Das wird hier erwähnt, dass eine Person immer ausdrücklich und friedlich ist. Also niemals seine Hingabe zu Krishna unterbricht, sondern alles beginnt in der Beziehung zu Krishna zu sein. Und in dieser Weise immer friedlich ist und ausdrücklich ist. Und alle, dann heißt der Vers, endet damit, indem er sagt, ja, dass alle Qualitäten der Sadhus vollkommen sind. Das sind die wirklich guten Qualitäten, manifestieren sich erst, wenn man zu einem geweihten Krishna wird. Wir mögen denken, aber meine Mutter und meine Familie und so weiter oder meine Freunde, die haben auch gute Qualitäten. Ja, aber wir messen alles an der Beziehung zu Krishna. Das ist wichtig.
Menschen mögen sehr rechtschaffend erscheinen oder Altruisten sein. Aber das ist alles zeitweilig. Das ist alles zeitweilig und ist, wie sagt man, bedingt. So viele Bedingungen. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in Amerika gab es, da haben sie protestiert gegen den Krieg, gegen die, wie sagt man, gegen die, in den 60er Jahren viel protestiert gegen den Krieg in Vietnam. Ja. Und danach sind sie dann zu Burger-Essen gegangen. Ne? Die haben gegen die Wald, gegen den Krieg und gegen die Wald protestiert. Aber die Ursache dafür ist, wie Prabhupada immer erklärt hat, wenn man viele Tiere tötet, dann ist man irgendwann gezwungen, einen Krieg teilzunehmen, wo man auch getötet wird. So, das ist, das heißt, die haben alle protestiert und fühlten sich alle sehr, wie sagt man, sehr gut, gegen die Gewalt zu protestieren. Aber dann Fleisch zu essen, das ist die Ursache dafür, dass wir so viel leiden, dass wir so viele Probleme haben. Das heißt, das muss man lernen, die wirkliche Friedensform gibt uns Krishna der Bhagavad Gita. Krishna ist der höchste Genießer. Und wir sind zweitrangige Genießer. Wenn Krishna genießt, dann zum Beispiel opfern das Essen zu Krishna. Nachdem Krishna das Opfer genossen hat, genießen wir auch. Also immer zweitrangige Genießer. Erstmal, an erster Stelle, im Zentrum aller Dinge steht Krishna. Und wir sollten Krishna helfen zu genießen. Das geht um Krishnas Genuss. Bhaktanam yaketavasan sarvaloka maheshwaram. Sarvaloka maheshwaram, mahalishwaram. Nur Krishna ist der höchste Kontrollierer aller Planeten und der Halbgötter. Das ist in dem Vers. Das ist nicht nur die Planeten und so weiter, sondern auch was wir haben, ist letztlich alles Krishnas. Ne? Alles Geld, was wir haben, alle Möglichkeiten, die uns gegeben werden, aufgrund des Karmas, sollten wir benutzen, wie es für Krishna. Wir sollten verstehen, dass es alles Krishna gehört. Und deshalb sollten wir sehr, wie sagt man, careful, vorsichtig mit all den Dingen umgehen, die wir haben. Oder die uns zur Verfügung gestellt werden. Ja, und nicht mehr nehmen, als wir wirklich brauchen. Ein interessanter Punkt. Im 6. Kapitel sagt Krishna, ein Yogi isst nicht zu viel und nicht zu wenig. Das heißt, er isst das, was er wirklich braucht. Schläft und handelt nur so insoweit, dass es hingebungsvoller Dienst ist. Aber man versteht, dass im letztlich alles Krishna gehört. Unsere Energie, die uns zur Verfügung gestellt wird, die gibt uns auch Krishna. Und die sollten wir auch nicht missbrauchen. Ne? Sondern wir sollten mehr und mehr lernen, alles im Dienste Krishnas zu beschäftigen. Suridam sarvabhutanam. Dass Krishna, der Freund, sarvabhutanam, aller Lebewesen, der wirkliche Freund ist Krishna. Alle anderen Freundschaften, die unabhängig von Krishna geschlossen werden, sagt man, sind so, mit so vielen, wie sagt man, Unvollkommenheiten oder so vielen Problemen behaftet. Während Krishna immer zu unserer Verfügung dasteht, als Freund. Ist immer bereit, unsere Freundschaft zu, wie sagt man, zu erwidern, wie sagt man das? Freundschaft zu erwidern. So Krishna befindet sich in unserem Herzen, ist der Zeuge aller Dinge, die wir tun, alles, was wir denken. So, ich wollte eigentlich jetzt schließen, weil ich habe noch, heute ist der, ich weiß nicht, der Erscheinungs- oder Verscheidungstag von? Konsort, wie sagt man, Konsort in Deutsch? Ja? Ist das Deutsch, Konsort? Ja. Wie sagt man im Deutsch, Konsort? Beigesellten. Ja. Das ist genau das gleiche Wort in Spanisch. Konsort. So, hier, ich habe ein Buch hier.
Das ist ein interessantes Buch. Bhakti Ratnakara. The Jewel Filled Ocean of Devotional Service by Sri Narahari Chakravarti. Und zwar handelt dieses Buch, das handelt von der Zeit, nachdem Chaitanya Mahaprabhu den Planeten verlassen, Nityananda auch. Und auch alle großen Persönlichkeiten. Ne? Es heißt, dass Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda den Planeten verließen, waren die Gottgeweihten alle, wie sagt man, in Trauer, wie sagt man, spürten sehr streng den Trennungsschmerz von den beiden. Und als dann auch noch Rupa Goswami und Sanatan Goswami den Planeten verließen, ne, war der Schmerz noch größer. Und nach gingen auch alle die Goswamis, gingen alle. Und in der Zeit, als die Goswamis auch nicht mehr da waren, da wurde Janava Devi, die Beigesellte Nityananda bewusst, wurde zur führenden, wie sagt man, führenden Persönlichkeit in der Sankirtan-Bewegung. Und da gibt es, dann wird hier etwas beschrieben über die Spiele Janavas. Ich lese das in Englisch. Ne? Ist ja keine Übersetzung mehr notwendig, ne? Oder? Sitting together in a scheduled place, in a secluded place, Narottam Das and Ramachandra, where the abodes of spiritual virtues tasted the nectar of Lord Krishna's pastimes. As they considered Sri Janava Devi's imminent arrival in Vrindavan, their hearts became agitated with ecstatic feelings. Although externally they appeared peacefully and sober, I have no power to describe in detail Janava Devi's activities as she traveled to Vrindavan. Still, I will say a little something, something I heard from the saintly devotee's mouth, something of how, by giving the people the gift of sincere devotion, she made this earth a glorious place. One day, Janava Devi desired to stop at a large village, and for one day she remained there. When they saw her, the local people considered her an ordinary person. The people of this village were incorrigible, blasphemous. Ferociously, they taunted and mocked the Vaishnavas. At sunset, some great Vaishnavas came and offered obeisances to Sri Janava Devi's lotus feet. While watching this, the blasphemers laughed and said, "In my heart, I know she is only some Brahmana's wife." One blasphemer said, "These people are fools. They have no good qualities. They bow down before human beings, but they will not bow down before the great demigods." Another blasphemer said, "May Goddess Chandi give mercy to them." Still another blasphemer replied, "What do these fools know of Goddess Chandi's mercy? Will a Brahmana or a Brahmana's wife not bow down before Goddess Chandi? These people have committed an offense to Goddess Chandi." Speaking words like these and laughing, the blasphemers went to Goddess Chandi's temple. They were arrogant and full of boastful words. Bowing down before Goddess Chandi, again and again, they said, "Tonight, please kill all these people. Only if they worship your feet with their body, mind, and words, should you protect them and give them shelter at your feet." After saying this, the blasphemers returned home. As they slept, they all saw the same dream. Goddess Chandi was very angry with the blasphemers. Her lips trembled and her eyes were red. On the pretext of a dream, Goddess Chandi, holding a great sharp sword in her hand, spoke to the blasphemers the following words like thunder. "O wretched blasphemers, your sorrow will not end. Today I will sever your heads, intoxicated with pride. You chew and devour your own selves."
You have mocked the Vaishnavas, who should be worshipped by all. O wicked blasphemers, you do not know the truth of the person you consider an ordinary Brahmana's wife. I bow my head before her. She is worshipped by all. She is the wife of Lord Nityananda. Janame Devi is her very sweet name. When her name is chanted, the fear and troubles of this world of birth and death flee far away. She is Lord Nityananda's dear wife. She is like mercy personified. Out of her kindness, she gives the fallen souls the gift of spiritual love and devotional service. Who will not anyway offer obeisances at her lotus feet? Everyone sings her glories. She stops the threefold miseries of material existence. It is said, Nityananda Priyam Prema Bhakti Ratna Padagina Yoginim Sri Jana Vishwarim Vande Tapa Draya Nivirinim. I offer obeisances to Sri Janavi Devi, Lord Nityananda's dear wife. To the people she gives the precious jewel of devotional service. In this way, she vanquishes the threefold miseries of material existence. If she is merciful to you, then you will attain auspiciousness, and misfortune will not fall upon you. If you take shelter of her, she will give you protection. Your fate is not in my hands. No one has the power to disobey her order. After saying this, Goddess Chandi suddenly disappeared from their dreams. Upon awakening, all the blasphemers trembled in fear. When dawn broke, the tormented blasphemers rebuked themselves. They all went and fell down before the great Vaishnava's lotus feet. Soaked with the tears that flowed from their eyes, again and again, these people said, "We committed an offense. Please give us protection. We have come here to become delivered from the sinful results of our blasphemy. Please destroy our misfortune. Please give us shelter. If you are pleased with us and give us your mercy, Sri Janame Devi will also be pleased with us and bestow mercy upon us. You have the power to give us the gift of devotion to her lotus feet. How can we receive the power to understand the truth of her? Only if you appear on our behalf will she award us her mercy. What intelligence do we have? We have no good intelligence. Still, we have firmly decided to surrender ourselves to Janama Devi's lotus feet. Everyone knows that we are demons and blasphemers. If Janami Devi delivers wicked people like us, then her fame will be proclaimed everywhere." After saying this, the blasphemers fell unto the ground. Again and again, they offered their obeisances. Seeing this, the Lord's personal associates bestowed their mercy upon them. When Sri Janami Devi bestowed mercy upon the blasphemers, their hearts became filled with joy. After staying in that village for 2 or 4 more days and making the blasphemers live a perfect success, Sri Janami Devi continued on her travels. The former blasphemers became plunged into the nectarian ocean of devotional service. All who associated with them also became filled with devotion. Another day, Sri Janame Devi stopped at a nice place by the shore of the river near a village. Hiding at a place near this village, two seemingly unstoppable Yavana thieves said to their followers, "These Bengalis must have many precious jewels. We will rob them and then decorate ourselves gloriously." First, the thieves
sent a scout to learn about the travelers, and then they gathered their weapons. The scout returned and said, after chanting Nama Sankirtan, the Bengalis lay down and fell asleep. In the second prahara, 3 hours period of the night, we should go there. Then our efforts will be successful. This I know. After hearing this, the leader of the thieves, dressed in very fearsome garb and accompanied by his followers, with a joyful heart proceeded to find Bengali travelers. The thieves walked very quickly. The distance to the travelers was very short. However, the paths they suddenly became of limitless length. The foolish thieves had no power to understand what was happening. As they walked and walked, the night ended and dawn came. Seeing the dawn, and now frightened at heart, the leader of the thieves said to his followers, look, why is it impossible to find these travelers? For a moment, I thought I saw the Bengalis. I was mistaken. Walking the whole night, I have been defeated. Moment by moment, this fear grows in my heart. The anger of these Bengali Goswamis may destroy us all. Everyone, please honor what I now say. From today on, we will renounce our occupation of plundering. We committed sins without end. Nothing will save us from Yamaraj's wrath. Let us go to the Bengali Goswamis. They will certainly give their mercy to us. After saying this and giving up his disguise, with great remorse, the thieves' leader approached Sri Janavi Devi. Simply by seeing the exalted devotees, the thieves all became very pure at heart. Falling to the ground and weeping with great remorse, they surrendered themselves before the devotees. The leader of the thieves said, in this country, I am infamous as a great plunderer. If you give your mercy to me, then your fame will be proclaimed in all the world. After speaking these words, the chief had no power to say anything more. Tears flowed down his eyes. In his heart, he was overcome. Seeing this, Sri Janavi Devi felt compassion. Accompanied by her associates, she bestowed her mercy upon the thieves. The news of her deliverance of the thieves was spread everywhere. Where she went after that incident, I have no power to say. After some days, Sri Janavi entered Mathura. Upon seeing Mathura, she became filled with joy. After honoring the Mathura Brahmins, she bathed in the Yamuna at Visharamagat. After hearing that Janavi Devi had unexpectedly arrived, the Vaishnavas of Mathura at once appeared there. Upon seeing Janavi Devi, the Vaishnavas became soaked by the flood of tears that flowed from their eyes. Seeing the great devotees accompanying her, the Vaishnavas felt great bliss within their hearts. The devotees felt great love for each other. Filling their eyes, they gazed at one another. Hare Krishna. Ja, das geht so weiter hier. Pastimes von Janavi. Das ist ein Buch, was translated by Kusha Krata. Edited by Purna Pragyan Das. Das war in Hollywood, Schüler und Paul. Und das ist ein interessantes Buch, in dem sehr viele Details gegeben werden, der Gemeinschaft unter den Goswamis und so weiter. Und hier ist ein interessantes Bild auf dem Umschlag. Das ist nämlich ein Bild vom ersten Vyasa Puja, vom ersten Guru Purnima, wo noch die ganzen großen Persönlichkeiten anwesend waren. Ja, die Goswamis und verschiedene Gruppen von wichtigen Devotees und so weiter.
Habt ihr vielleicht schon mal gehört von dem großen Meeting? Ne? Das war nachdem Lord Chaitanya die Welt verlassen hat. Ja, aber das Erstaunliche war, als dieses Meeting abgehalten wurde, da konnten einige die Anwesenheit an Chaitanya Mahaprabhus und Nityananda wahrnehmen. Ne? Heißt es, nicht alle konnten sie wahrnehmen, aber einige konnten sie wahrnehmen. Ne? Der Babaki, eine Frage, ein Kommentar. Was denkst du denn, Bajanda Kumar? Die Gemeinschaft mit Gottgeweihten ist sehr flexibel. Ja? Was hat denn deine Aufmerksamkeit, wie sagt man das in Deutsch? What called your attention? Also ich hatte eine Frage zum Vers. Da wurde gesagt, wenn man fromme Handlung ausführt, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man Gemeinschaft hat mit rein Gott geweihten. Mhm. Und worauf bezieht sich diese fromme Handlung? Also was ist das zum Beispiel? Tja, es gibt so viele fromme Handlungen, die uns in den Vedischen Schriften empfohlen werden. Opfer darzubringen, sich verbeugen, aus dem Shastra zu hören oder sogar Halbgötter zu verehren und so weiter. Also alle religiöse Prinzipien. Ja, und da heißt es ja, allmählich wird man erhoben auf eine höhere Ebene. Ja, das beginnt mit Karma oder Karma-Yoga, was er gesagt hat. Karma-Yoga, dass man bereit ist, sich der Früchte seiner Arbeit zu entsagen, wie sagt man das? Ja? Oder die Opfer zu den Halbgöttern oder zu wichtigen Persönlichkeiten. Ja, Karma-Yoga. Gerne, ja. Das heißt, dass das Bewusstsein klärt sich langsam durch diese Befolgung der religiösen Prinzipien. Ja, die Intelligenz wird mehr geschärft. Ja, man beginnt die Shastras zu studieren. Ja. Und letztlich kommt man zu dem Schluss, dass man sich ergeben muss. Ja. Dass man sich ergeben muss der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das lesen wir gerade jetzt. Ne. Ja. Halleda liest ein Buch für mich von einem ISKCON-Wissenschaftler. Ja, ich denke, das ist ein Schüler von Prabhupada sogar, bin ich ganz sicher. Ja, ja. Und das Titel von dem Buch ist interessant. Chaos oder Intelligenz? Was ist die Ursache? Chaos oder Intelligenz? Allein dieser Ausdruck, ne? Entweder Chaos, das ist, was die Materialisten haben. Chaos bedeutet aber eine Big Bang, wie sagt man, Explosion. Die machen sich gar keine Gedanken darüber, wo kommt das her? Wieso ist da eine Explosion? Wodurch ist das so heiß geworden, dass etwas explodiert ist? Das heißt, ja, da waren noch andere Elemente, die diese, wie sagt man, Big Bang bewirkt haben. Ja. Chaos. Ja. Das alles zurückzuführen ist auf Zufall. Ja. 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 Was ist die Ursache? Ja. Chaos? Oder Intelligenz. Ja. Das heißt Intelligenz, dass das alles nach bestimmten Gesetzen abläuft, geplant ist, ne, dass er nicht zufällig ist. Oder? Willst du noch was dazu sagen? Erstaunlich, ne? Jetzt wo Haridam mir das liest, das Buch, ist erstaunlich. Ja. Und er behandelt auch alle möglichen großen Denker, Philosophen und auch die moderne Wissenschaft und so weiter. Und deckt die ganzen Ungereimtheiten. Ja, die ganzen Ungereimtheiten. Ne? Mhm. Ja. Allein die Tatsache, dass alles angeblich vom Chaos kommt. Ja. Ich habe auch das Beispiel gegeben, ne? In Südamerika war ich in Ländern, wo immer Bomben explodierten. Ne? In Kolumbien zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann kam immer, dann hatten die ein Bombenkommando da. Ja, das heißt, die hatten ganz besondere Wagen auch, da stand Bombenkommando dran. Und wenn eine Bombe kam, kamen die sofort und regelten das ganze Gebiet ab und so weiter. Und dann untersuchten sie alles ganz genau und so weiter. Und vor allen Dingen suchten die nach Zeugen. Ja. Weshalb? Ne? Weil die wollten hören von jemandem, der das beobachtet, Zeuge, der das gesehen hat. Ja, ne? Und dann angenommen, da wäre einer gewesen und der sagt, ja, ich war da, ich habe es gesehen.
Aber das hatte keine Ursache. Ne? Das hatte gar keine Ursache. Das ist einfach nur, die ist einfach nur exportiert worden. Ne? Die hat keiner dahin gebracht oder so. Ne? Das ist im Grunde, ne, das ist sogenannte moderne Wissenschaft. Ne? Dass sie sagen, das kommt alles von nichts, ne? Von Chaos. Ne? Und das Interessante ist, dass ein Wissenschaftler, und der erzählt, am Anfang in dem Buch erzählt er, dass er schon als Kind, ne, immer sehr interessiert war an Wissenschaft, an Philosophie, ne, nach tieferen Antworten suchen und so weiter. Und dass er eine Zeit lang, ne, die sehr geachtet hat, die Wissenschaftler und so weiter. Aber dass er dann irgendwann mit Krishnamurti in Kontakt gekommen ist, ne, und anfängt, die Bücher von Prabhupada zu lesen. Ne, indem er erwähnt zum Beispiel das Vedanta Sutra, das fand er am Anfang sehr anziehend. Ne, da muss man halt ein bisschen Gehirn haben. Finde. Dass da unglaubliche Sachen erklären. Also, ne, was er gesagt hat, war sehr beeindruckend. Ne, das hat er noch nie irgendwo anders gefunden, solche Antworten. Ne, und dann wurde langsam wurde zum Devotee. Ne, und dann dieses Wunder, dieses unglaubliche Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das hier gibt, ob es das hier gibt. Ne, aber das, ach so, ja, der ist von Holland, oder? Ne, weiß nicht. Ja, ich habe es in Amerika bekommen. Ja, Hare Krishna. Was war noch dein Punkt? Entschuldigung. Ja, die Frage war, auf was sich die frommen Handlungen beziehen. Soweit, so wie ich das verstanden habe, ist das sozusagen die Handlung, wie sie in den Schriften auch beschrieben werden, oder? Also ja, Religion ist gegründet auf Schriften. Ja. Wo du schaust, schaust du. Ja, genau, als Beispiel von Prabhupada. Ne? Irgendwann habe ich erzählt, dass ich vor dem Krishna muss, hatte ich schon Bhagavad Gita das gelesen. Ja, die haben nicht viel bewirkt, die waren sehr, glaube ich, aber nichts wirklich bewirkt. Ja. Aber als Prabhupada seine Bhagavad Gita publiziert hat, nahmen die Menschen über die ganze Welt das plötzlich alles, dass das stimmt. Ja. Und woran lag das? An der Erläuterung von Srila Prabhupada. Und nicht nur an der Erläuterung, auch an seinem eigenen Beispiel. Wenn man die Erläuterung von Prabhupada liest, dann kann man spüren, das verwirklicht das Wissen, das ist Vigyan. Das ist nicht jemand, der spekuliert, das könnte auch nicht sein. Und so. Das ist jemand, der wirklich dieses Wissen verwirklicht hat. Und dadurch, dass Prabhupada das Wissen verwirklicht, sind all seine Worte die sind sehr, sehr, wie sagt man das, gehaltvoll? Wichtig. Wichtig, ja. Sehr wichtig. Die Wiegen. Ja. Ich habe zum Beispiel gerade vor kurzem noch nicht gelesen oder gehört. Prabhupada sagt, ne, er fragt zu der Prabhupada jemand, wie war das noch? Das habe ich dir auch erzählt. Die Antwort ist für der Prabhupada einfach nur durch seine Sünde. Was war noch der Punkt? Nein, kann ich nicht mehr. Die genauen Worte. Aber irgendwie so, wie der jemand fragte, wie kann man die Wohnung werden? Das war einfach nur Service. Gemeinsam. Dadurch kannst du auch eine gute Qualität erleben. Ja, wenn Prabhupada sowas sagt, das hat Gewicht. Ja gut, dann machen wir Schluss, oder? Schöne Bar, okay? Ja. Schöne Bar, okay?